Tja, ich habe das Buch unterteilt in ein paar Abschnitte. Das geht los mit der werdende Mensch, danach kommt der musische Mensch, dann kommt der verliebte Mensch, der erotische Mensch. Das gehört ja alles zu unserem Leben irgendwo dazu. Dann kommt natürlich irgendwann auch die Besinnung, das heißt dann der pragmatische Mensch. Und am Schluss, im greisen Alter, so wie ich jetzt vor Ihnen sitze, heißt das dann der törichte Mensch. Ich beginne nicht ganz vorn, aber ich beginne zumindest damit, wie ich überhaupt auf die Welt gekommen bin. Als ich geboren wurde, war nämlich gerade niemand zu Hause. Mein Vater erteilte im Nachbardorf Klavierunterricht und meine Schwester sollte erst 4 Jahre später zur Erheiterung unseres Familienlebens beitragen. In ihrer Not schickte meine Mutter nach der Hebamme, die jedoch ausrichten ließ, dass sie erst kommen könnte, nachdem sie ihre Ziegen gemolken hätte. Als sie dann endlich erschienen war, war ich auch bereits schon auf dem besten Wege. Als Familie eines Dorfschullehrers wohnten wir natürlich standesgemäß in der Schule, wo mein Vater unterrichtet hat, unter dem Dach. Bereits in den ersten Monaten legte ich hier den Grundstein für meine spätere Lebensmaxime. Eine gesunde und gehaltvolle Ernährung, wie wir es heute erlebt haben, in gepflegter Umgebung, wie wir es auch heute erlebt haben, sowie ein lustvoller Schlaf. Nachdem meine Muskeln stark genug waren, die Erdanziehung hinlänglich zu überwinden, erkundete ich das räumliche und soziale Umfeld unserer kleinen Familien-WG. Dabei interessierte mich vor allem ein verbotener Raum, den meine Mutter geheimnisvoll Speisekammer nannte. All die blitzenden Gerätschaften, die verwirrenden Gerüche und die wohlgehüteten Nahrungsvorräte beeindruckten mich damals gewaltig. Nun gab es in diesem Olymp der kulinarischen Verführungen ein winziges Fenster zur Hofseite, dank dem es mir mit Hilfe einer kleinen Fußbank möglich war, die Kinder der Schule während der großen Pause auf dem Schulhof zu beobachten. Eines Tages, ich hatte gerade meinen Posten bezogen, geschah das Unfassbare. Mein Spielgefährte, ein kleiner Ball, fiel mir aus der Hand und sprang aus der 4. Etage in die Menge der lärmenden Kinder. Zunächst verwundert über dieses Geschenk des Himmels, hatten sie mich doch schon bald aufgrund meines lauten Gebrülls hoch über ihren Köpfen entdeckt. Was nun folgte, hätte jeder Hollywood-Komödie der 50er Jahre zur Ehre gereicht. Je erfolgloser die Kinder versuchten, mir meinen Ball wieder zurückzuwerfen, umso freudiger schickte ich ihnen weitere Wurfgeschosse in Form der für mich erreichbaren Speisekammervorräte hinunter. Ich weiß heute nicht mehr, wie lange unser gerade erfundenes Spiel andauerte. Jahre später sagte man mir jedoch, dass ich schon damals einen recht guten Geschmack bewiesen hätte. Das Büchlein beinhaltet natürlich auch einige Gedichte, die ich während meiner Studienzeit oder auch danach geschrieben habe. Aber das soll vielleicht den Betrachter, der sich für dieses Büchlein interessiert, einmal die spätere Entdeckung sein. Und Entdeckung heißt auch die nächste kleine Geschichte. Schon bald war ich in der Lage, auf meinen dünnen, stelzenartigen Beinen die Welt in Form unserer Dorfstraße zu erkunden. Leider war mir diese erfreuliche Entwicklung auch mit einer Aufgabe verbunden, die für mich keinen besonderen Reiz versprachen. So musste ich von nun an einmal im Monat meine Mutter zum Friseur begleiten, was mit stundenlangem Warten und schlimmer noch schier endlosen Frauengesprächen verbunden war. Es war an einem schönen Sommertag und wieder einmal waren wir beim einzigen Figaro unserer 500-Seelen-Gemeinde zu Gast. Geduldig ließ meine Mutter die mir bereits bekannte Zeremonie über sich ergehen, die zunächst im Waschen und dauerwelligen Eindrehen der Haare bestand und dazu führte, dass ich mich bereits nach wenigen Minuten entsetzlich langweilte. Nachdem wir quasi nebenbei auf den neuesten Stand der Dinge, Verhältnisse und Beziehungen im Dorf gebracht waren und auch meine Mutter ihren nicht unwesentlichen Beitrag zum Klatsch und Ratsch der Anwesenden geleistet hatte, wurde ihr jenes schreckliche Gerät auf den Kopf gestülpt, das wie ein Drache heiße Luft ausstieß und angeblich zum Trocknen der metallfixierten Locken benötigt wurde. Nur ihr hochrotes Gesicht verriet, welche furchtbaren Qualen sie für ein Lächeln meines Vaters damit auf sich nahm. Ich döste so vor mich hin, als meine mitleidigen Gedanken plötzlich durch 2 Arbeiter verdrängt wurden,
die ich durch die große Schaufensterscheibe des Ladens entdeckt hatte und die sich gerade anschickten, einen schweren Gullideckel von der Straße zu heben, um die darunterliegende Kanalisation zu reinigen. Sekunden später stand ich unter Missachtung sämtlicher Verbote und Ermahnungen an der geheimnisvollen runden Öffnung. Ein gruselig schwarzer Schacht gähnte mich an, der geradewegs in die Hölle zu führen schien. Auch wenn ich es nie zugeben würde, kroch mir eine Gänsehaut von den Fußsohlen kommend so langsam über den Rücken. Wie ich so stand und mich bemühte, irgendetwas in der Tiefe erkennen zu können, hörte ich, wie der ältere Arbeiter dem anderen erzählte, dass man noch immer versteckte Gewehre und Munition aus dem letzten Weltkrieg, gehst du weg, in diesen Schächten finden könne. Kaum hatte mein fantasiebegabtes Hirn das Gesagte annähernd verstanden, als auch schon mein dünner Hals aus dem handgestrickten Pulli wuchs und ich ums Verrecken all diese wunderbaren Schätze sehen musste. Ungeübt in derart artistischen Verrenkungen verlor ich unglücklicherweise die Balance und stürzte kopfüber in den zum Glück noch nicht gereinigten Abwasserschacht, wo ich sofort bis zu den Schultern im Morast versank. Nur meiner damals schmächtigen Figur und der Geistesgegenwart der beiden Kanalarbeiter ist es zu verdanken, dass ich ohne größere Blessuren dieses Abenteuer überstand und heute diese Anekdote selbst erzählen darf. Tja, man kommt dann natürlich irgendwann in ein Alter, wo sich herauskanalisiert, ja, was willst du einmal werden, welchen Beruf möchtest du ergreifen? Und tja, erstaunlicherweise wussten meine Eltern schon lange vor mir, dass ich Musiker werden wollte. Die hart errungenen Fortschritte meiner pianistischen Ausbildung standen dabei glücklicherweise in proportionaler Abnahme der pädagogisch wertvollen Kopfnüsse, die mir mein lieber Vater und Lehrer in bester Absicht angedeihen ließ. Ohne ihn und seine vorbildhafte Disziplin wären mir zwar viele Tränen, aber auch die unbeschreiblichen, in Klammern späteren Freuden, dieses Berufs versagt geblieben. Vielleicht an dieser Stelle ein kleines Gedicht. Ein Traum kam einst aus Raum und Zeit, ein Traum aus der Vergangenheit. Er sprach zu mir in dunkler Nacht, sei ruhig, mein Sohn, und habe Acht. Das Leben ist wie Rauch im Wind, es schäumet auf, vergeht geschwind. Allein ich weiß um deine Fragen, die dich quälen und nicht sagen, welchen Sinn das Sein auf Erden, welche Taten Zukunft werden. Leise wie er ward gekommen, ging mein Traum, und noch benommen sah ich seinem Schatten nach. Vater war's, der zu mir sprach. Als ich dann 12 Jahre alt war und in die heimatlichen Regionen oder in der heimatlichen Region die ausgerichteten Klavierwettbewerbe größtenteils für mich entscheiden konnte, kam ich mit einigen Gleichgesinnten in eine spezielle musikalische Lehranstalt, die noch heute in den Kavaliersgebäuden des barocken Lustschlosses Belvedere in Weimar untergebracht ist. Hier wurden uns Auge in Auge mit den besten deutschen Dichtern und Denkern in der Aura großer und berühmter Musiker sowie in der Zucht genialer Pädagogen die höheren Weihen für unsere späteren Berufe erreicht. Goethes Satz, die Menschen begreifen gar nicht, wie ernst man sein muss, um heiter zu sein, lernte ich hier in den nun folgenden 6 Jahren zu verstehen. Nach dem Abitur und den üblichen Aufnahmeprüfungen für die Weimarer Musikhochschule freute ich mich auf die vor uns liegenden Sommerferien, die zugleich auch das ersehnte Ende der Zeit im Internat bedeuteten, wäre dann nicht mein guter alter, aus Böhmen stammender Theorielehrer gewesen. Dieser teilte mir nämlich nach seiner letzten Unterrichtsstunde und zu meiner größten Überraschung mit, dass er mich zur Aufnahmeprüfung für die Kapellmeisterklasse angemeldet habe, die in einer Woche stattfinden würden. Er meinte, du hörst ganz gut und spielst einigermaßen Klavier. Wäre doch schade, wenn du als Tastenbimser versauern würdest. Mit diesen Worten infizierte er mich für einen Berufswunsch, der wahrscheinlich in den Träumen eines jeden Musikers einmal herumgeistert. Natürlich hatte auch ich mich mit dem Gedanken schon des Öfteren beschäftigt, aber immer, wenn ich mit meinem Vater darüber sprechen wollte, wiegelte der ab mit dem Hinweis auf die Unerreichbarkeit der lebenden Dirigentengötter. Karajan, Karl Böhm, ja, und wo bist du? Das war so seine Rede. Doch nun erhielt durch meinen Theorielehrer diese Idee ohne mein Zutun neue Nahrung und mit Feuereifer stellte ich mich der Herausforderung.
Der Tag der Aufnahmeprüfung für die Kapellmeisterklasse kam und mit ihm ein zunehmend flaues Gefühl in der Magengegend ob der Vermessenheit meines Anspruchs. Wider Erwarten ging jedoch zunächst alles erstaunlich gut. Nur als ich eine Arie aus Mozarts Entführung aus dem Serail singen und mich dazu selbst am Flügel begleiten sollte, verwechselte ich in der Aufregung den Namen des armen Osmin mit dem des Glühlampenherstellers Osram. Worauf es aus der Ecke der Professoren tönte, na hoffentlich wird es jetzt ein bisschen heller hier drin. Der letzte Test war eine Prima Vista-Aufgabe und sollte Zeugnis davon geben, wie flexibel unsere manuellen und visuellen Veranlagungen waren. Nun hatte ich bis dato noch nie aus einer Partitur dirigiert und sah das Ende meiner Bemühungen um einen Platz auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gekommen. Resigniert fragte ich nach dem Werk, welches ich dirigieren sollte. Und das Wunder geschah. Man hatte Mozarts kleine Nachtmusik ausgewählt, die ich gemeinsam mit meinem Vater, dem ich in diesem Augenblick heftig Abbitte leistete, unzählige Male vierhändig am Klavier gespielt hatte. Mit neuem Selbstvertrauen legte ich die Partitur aufs Pult und begann, das Stück in Klammern auswendig zu dirigieren. Und immer wenn die beiden Pianisten, die das Werk an den beiden Flügeln vor mir spielen mussten, ihre Noten umblätterten, wendete ich mit großer Geste auch meine Noten und hatte am Schluss noch einige Seiten übrig. Es folgten danach 5 wunderbare Jahre des Studiums, die mir einen Kosmos an musikalischem Wissen und nie gekannten Emotionen offenbarten. Und obwohl ich einen gewaltigen Nachholbedarf im Vergleich zu meinen dirigentischen Kommilitonen hatte und mir jedes Werk und jede Partitur regelrecht erkämpfen musste, wollte ich um nichts in der Welt diese Zeit der künstlerischen Auseinandersetzung und des musikalischen Ringens missen. Nur eines begegnete mir immer wieder schmerzlich: das Unvermögen meines Vaters, mich auf diesem Wege zu begleiten. Erst nachdem ich bereits erster Kapellmeister am Gewandhaus in Zwickau war und meine Mutter ihn vor die Alternative stellte, entweder meine Carmen-Vorstellung mitzuerleben oder alleine zu Hause zu bleiben, konnte er sich überwinden. Was dann geschah, war allerdings umso überraschender. Mit Tränen in den Augen stand er nach der Vorstellung in meiner Garderobe und bedankte sich für den wunderbaren Abend. Ich war in seinen Augen als Dirigent akzeptiert. Ganz anders meine Mutter. Sie unterstützte mich in meinem Berufswunsch von Anfang an und sorgte gemeinsam mit meiner Schwester dafür, dass es mir an nichts mangelte. Noch heute denke ich mit großer Dankbarkeit an die liebevoll gepackten wöchentlichen Fresspakete, in denen meist auch ein willkommener finanzieller Zuschuss versteckt war. So, jetzt kommen wir vielleicht mit ein paar Jahren später im Studium an. Und da gibt es auch wieder mehrere Geschichten, aber eine oder zwei möchte ich Ihnen gerne vortragen. Neben den Hauptfächern hatte jeder Musikstudent auch eine gewisse Anzahl an Pflichtfächern zu absolvieren, ohne die kein anerkannter Abschluss möglich war. Zu diesen gehörte auch das Studium der Pädagogik, welches normalerweise den künftigen Lehrer in die Lage versetzen soll, eine gewisse Motivation auf den Schüler zu übertragen. Volle Erwartung ging ich zur ersten Vorlesung. Punkt 8 Uhr betrat ein großer, hagerer Mann in einem verblichenen, grauen, aber sehr korrekt gebügelten Anzug den Saal. Er schien jünger zu sein, als seine äußere Erscheinung vermuten ließ. Dazu war seine Stimme hoch und merkwürdig nasal. Und doch machte er trotz seiner fahrigen und hilflos erscheinenden Gestik keinen unangenehmen Eindruck auf mich. Die Gespräche verstummten und es entstand eine erwartungsvolle Stille im Auditorium. Was nun geschah, sollte mir in bekannter studentischer Überheblichkeit die innere Legitimation für einen zukünftigen Boykott dieser Veranstaltung geben. Mit grenzenlosem Erstaunen hörten wir den folgenden einleitenden Satz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es soll ja Pädagogen geben, die den Unterricht nicht interessant gestalten können. 2 Jahre später in der abschließenden mündlichen Prüfung sahen mich 2 glasgraue Augen tiefgründig und wie mir schien
recht verschmitzt an. Und ich hörte die Worte, ich kenne sie, wenn auch nicht von meinen Vorlesungen. Aber ihr Dirigat und ihre Interpretation von Mozarts Linzer Sinfonie mit dem Hochschulorchester hat mich tief beeindruckt. Ich erhielt als Gesamtnote, obwohl ich nie in einer seiner weiteren Vorlesungen war, eine 2 und habe mich noch nie so geschämt. Eine andere Geschichte aus der Studentenzeit. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass die dirigentische Ausbildung zu DDR-Zeiten sehr komplex war. Wir hatten also die gleiche Ausbildung, wie wir eben schon ansatzweise gehört haben, wie die Pädagogen. Wir hatten die gleiche Ausbildung auch wie die Sänger im Übrigen und hatten sogar die gleiche Ausbildung wie diejenigen, die sich einmal auf der Bühne bewegen mussten. Das heißt, wir hatten auch den sogenannten dramaturgischen Unterricht. Es war also eine sehr komplexe Ausbildung, die wir damals ein bisschen verflucht haben, aber die uns heute bis hin zur Sprecherziehung, ja, und dass ich jetzt einigermaßen frei vor Ihnen reden kann und darf, doch ihr Quäntchen dazu beigetragen hat, dass ich mich zumindest immer verständlich dem Orchester gegenüber ausdrücken konnte. Zu den sogenannten exotischen Unterrichtsfächern gehörte für uns Dirigentenjünger neben rhythmischer Erziehung auch Sprecherziehung. Und bereits die erste Stunde sollte mir ein Omen für das abschließende Examen sein. In einem kleinen Raum saß ich einem Mann gegenüber, der mich interessiert und aufmerksam musterte. Irgendwas an seinem Äußeren faszinierte mich, ohne dass ich genau sagen konnte, was es eigentlich war. Minuten später fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der Mann hatte keine, aber auch gar keine Haare. Zumindest auf dem sichtbaren Teil seines Körpers war keinerlei Haarwuchs zu entdecken. Mein Erkennen musste er bemerkt haben, denn ein verstehendes Schmunzeln zuckte um seine Mundwinkel. Nach einem kurzen einleitenden Gespräch stellte er voller logopädischer Befriedigung fest, dass mein ausgeprägtes Thüringer Zungen-R eine Missbildung ersten Ranges sei. Ich sollte jedoch beruhigt sein, da er Mittel und Wege wüsste, diesem Übel abzuhelfen. Meinen ängstlichen Einwand, dass gerade mein rollendes R für den Gesangsunterricht wiederum von schönstem Vorteil wäre, tat er mit einem mitleidigen Lächeln ab. Von nun an quälte er mich mit Sprechübungen wie »Fröhlich rollt die Rungelrübe rechts die Straße rauf und runter«. Ja, es war mir zwar nicht möglich zu beurteilen, ob seine Bemühungen, mich vom Zungen-R auf das sogenannte Rachen-R umzustellen, von einem hörbaren Erfolg gekrönt waren. Ich weiß nur, dass mich nach jedem Unterricht ein schrecklicher Durst quälte, der nur im Schwarzen Bären befriedigt werden konnte. Dann kam der Tag der Abschlussprüfung und ich sollte unter anderem einen einführenden Vortrag zu Webers Oper »Der Freischütz« halten. Im festen Vertrauen auf eine gute Vorbereitung und in froher Aussicht auf ein heilendes Pilz danach betrat ich den kleinen Prüfungsraum unter dem Dach der Hochschule und erstarrte. Statt einen sah ich nun zwei Männer vor mir, die keine Haare hatten. Zunächst glaubte ich an eine Halluzination, für die mein manchmal etwas zu niedriger Blutdruck verantwortlich sein konnte. Doch dann stellte sich der geklonte Mann als Dozent vom Logopädischen Institut in Erfurt vor und bat mich, mit meinem Vortrag zu beginnen. Unter Aufbietung aller Kräfte versuchte ich, mich zu konzentrieren und begann. Zunächst ging auch alles gut, aber gerade als ich beim zugrunde liegenden Gespensterbuch von Abel und Lauen angekommen war, sah ich vor mir an der schmutzig weißen Wand zwei fast identisch runde Schattenköpfe, die sich wie Geister im Freischütz hin und her bewegten. Und da war es auch schon zu spät und alle guten Vorsätze zunichte. Ich fühlte mit geradezu körperlichem Schmerz, wie sich ein befreiendes Lachen unaufhaltsam aus meiner Zwerchfellgegend nach oben arbeitete. Als ich wieder Luft bekam, erklärte ich den verdutzten Herrn mein Problem. Und nach Abklingen der allgemeinen Heiterkeit wurde mir verständnisvoll erlaubt, in Richtung Fenster zu deklamieren und in meinem Vortrag fortzufahren. Ja, in diesem kleinen Büchlein sind übrigens auch, weil ich sehr gerne koche, die der Günther schon weitlich ausgenutzt hat. Es sind auch einige Rezepte verarbeitet, ja, die ich Ihnen wirklich wärmstens empfehlen kann.
in der Hoffnung, dass sie Ihnen genauso gut gelingen mögen wie mir. Wenn so ein Studium zu Ende ist, dann ist man natürlich immer noch nicht reif, eine dirigentische Position auszuüben, einzunehmen, wie man das auch nennen mag. Das heißt, man muss verschiedene Seminare, weiterführende Seminare und Wettbewerbe besuchen. Und von einem solchen Seminar möchte ich Ihnen einmal berichten. Das studentische Leben eines Wohnheims bringt für jeden Besucher natürlich auch das ein oder andere Problem mit sich, das man bis dahin aus dem wohlorganisierten und behüteten familiären Umfeld heraus so noch nicht kannte. So war es in den meisten Internaten verboten, elektrische Heizgeräte zu benutzen, also erfand man das Patent, die Hosen im Bett zwischen Matratze und Bettlaken zu bügeln, indem man einfach eine Nacht darauf schlief. Geht wunderbar, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ja, Ihre Frau wird Ihnen das danken. Das Wäschewaschen war da schon problematischer, denn Waschmaschinen gab es noch nicht. Ich weiß noch wie heute, dass trotz sparsamster Benutzung wieder einmal die gefürchtete Reinigung meiner Hemden anstand. Ein sondierender Blick in den Waschraum machte mir klar, dass die Waschbecken nicht in Frage kamen, da nur kaltes Wasser zur Verfügung stand und außerdem sämtliche Stöpsel in den Becken fehlten. Nur zum Duschen, da gab es heißes Wasser. Nach kurzer Überlegung nahm ich meine Wäsche, ging in den Duschraum und entkleidete mich bis auf mein natürliches Gewand. Dann zog ich Stück für Stück unter Einseifung eines jeden Einzelnen alle meine 10 Hemden übereinander an und ging unter den dürftigen Wasserstrahl. Nun walkte und rubbelte ich, bis meine Haut rot und ich der Meinung war, dass dem gewünschten Säuberungseffekt Genüge getan sei. Dann begann das Spülen. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, ich zog ein Hemd nach dem anderen wieder aus und hielt es drückend und wringend unter das Wasser. Gerade als ich mit der zweiten Hälfte des Spülvorgangs beschäftigt war, öffnete sich die Tür und mein Zimmergenosse betrat den inzwischen dunstverhangenen Raum. Zunächst starrte er mich ungläubig an, dann sank er unter krampfartigen Zuckungen am Türpfosten in die Knie. Auch wenn mich diese Geschichte für einige Zeit zur Zielscheibe des studentischen Spotts gemacht hat, habe ich doch später erfahren, dass viele meiner Kommilitonen meine Erfindung heimlich kopiert haben. Ja, jetzt kommen wir einmal schon langsam in die Praxis hinein. Ein Theater hat ja so seine eigenen Bedingungen. Ja? Ein Theater ist ein Mikrokosmos an einem, ja, Leben, was man sonst nur in einer ganzen Stadt findet. Das heißt, in einem Theater finden Sie einen Schuster, ja, Sie können sich die Haare dort schneiden lassen, Sie können alles bauen, was Sie wollen, Sie können Illusionen erzeugen, die es sonst nirgendwo gibt. Und auf der anderen Seite haben Sie ein künstlerisches Potenzial, das natürlich immer von der Perfektion lebt und wo sich der Zuhörer eigentlich gefangen nehmen lassen soll, von einer optimalen künstlerischen Leistung, die aber, und gerade zur DDR-Zeit und aus dieser Zeit handelt die nächste Episode, nicht immer gegeben war, weil es zu DDR-Zeiten einfach schlichtweg nicht genügend Sänger in den entsprechenden Positionen gab. Wie jeder Student, so absolvierte auch ich während der 10 Semester verschiedene Praktika. Eines davon führte mich in das idyllische Städtchen Meiningen, wo große Geister der komponierten Zunft wie Richard Strauss und Max Reger Theatergeschichte geschrieben haben. Mit entsprechender Erwartungshaltung betrat ich also das schöne und ehrwürdige Haus. Nach der Begrüßung durch den Studienleiter wurde mir mitgeteilt, dass ich zunächst die Klavierprobe für die Wiederaufnahme meines geliebten Freischütz, den wir gerade schon mal hatten, übernehmen sollte. Und schon in der ersten Probe wurde mir klar, dass die Besetzung der Solisten einige Fragezeichen aufwies. So war die Rolle des Kaspar, also das ist der Bösewicht Freischütz, zwar mit einem sängerisch guten und sympathischen polnischen Bassisten besetzt, der allerdings kein Wort Deutsch verstand. Erst nach unsäglichen Mühen gelang es uns, seinen Dialog und Gesangstext rein phonetisch der deutschen Sprache zu nähern. Der inhaltliche Sinn sollte ihm jedoch leider, wie sich bald herausstellen sollte, weitestgehend verborgen bleiben. Der Tag seiner ersten Vorstellung kam, das gesamte Ensemble betete für unseren Gast aus Warschau. Bis zur berühmten Wolfschluss-Szene ging auch alles recht gut, sodass wir schon auf ein glückliches Ende hofften. An der Stelle muss ich einfach mal erklären, es gibt in dieser Wolfschlucht gibt es ein Echo. Ja, und die Theater bis heute
realisieren dieses Echo auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, es gibt Theater, die haben, ja, da wird gezählt, die Freikugeln, die der Max da gießt, 1, 1, 1, 1, 2, 2 wird auf Band aufgenommen, dann kommt das irgendwo aus den Ecken des Theaters. Oder man macht es personell, das heißt, in verschiedene Ecken des Hauses wird eine Person gestellt, die dann weiterzählt. Ja? Also er sagt vorne 1, 2, 3 und so weiter. In Meiningen hatte man sich dafür entschieden, dieses Zählen der Freikugeln auf Band aufzunehmen. Ja? Und nun geschah das wirklich Verrückte. Im Orchestergraben wimmelten die wilden Reiter, wie wir sagen, musikalisch gesehen natürlich. Ja? Und es entsteht eine geisterhafte Stimmung. Die Bühne wird halt duster, das Ganze spielt noch im Wald. Ja? Kaspar und Max sitzen auf einem alten, knorrigen Baum und gießen ihre Freikugeln. Ja? Und wie der Max da anfängt zu gießen, ja, zählt er 1, 1, 1. Ja, kommt es vom Band? Nach einer Weile gießt er die zweite Freikugel, Zawai, in seinem polnischen Dialekt. Ja. 2, 2, 2. Nach einer Weile die nächste, die dritte. 4, 3, 3. Ja, man kann sich vorstellen, diese zauberhafte Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes ist natürlich schlagartig total im Eimer. Ja, weil also nach einer Schrecksekunde weiß der ganze Saal, was hier passiert ist, ja, dass sich der arme Max hier total, der Kaspar total verzählt hat. Ja, und das Schlimme war eigentlich, er selbst wusste diesen Tumult im Publikum gar nicht, ja, einzuordnen, weil er ja nicht wusste, was er falsch gemacht hat. Ja. Und wir haben ihn natürlich am Schluss der Vorstellung alle getröstet, dass ja, es doch alles nicht so schlimm sei und das Publikum schon verstanden hätte. Eine andere Anekdote, wie gesagt, ich lese jetzt nicht bei Weitem alles vor, aber eine finde ich noch sehr schön. Mit dem noch tintenfrischen Kapellmeisterexamen in der Tasche kam ich an das kleine, aber durchaus ambitionierte Theater in Plauen im schönen Vogtland. Wenn man bedenkt, dass dieses Haus Mitte der 70er Jahre sogar den Rosenkavalier von Richard Strauss mit nur einem Gast für die Partie des Octavian produzierte, nötigt mir diese durchaus akzeptable Leistung noch heute den allergrößten Respekt ab. Ja, man muss wissen, der Rosenkavalier ist so ziemlich, was Personage und Orchestergröße betrifft, das Größte, was wir im Musiktheater kennen. Und wenn ein so kleines Theater das realisieren kann, war das einfach wirklich fantastisch. Ich erzähle vielleicht die Geschichte einmal mit meinen eigenen Worten. Nach dem Rosenkavalier stand Katharina Ismailova an, das ist eine Oper von Dmitri Schostakowitsch. Und in dieser Ismailova gibt es eine Szene, in der ein Pope an einer langen Hochzeitstafel sitzt, genau in der Mitte natürlich. Ja. Die Hochzeitsgäste in Personalunion mit unserem Chor natürlich saßen links und rechts. Die Tafel war reich gedeckt und der Pope hält quasi seine Hochzeitsansprache für das Brautpaar. Ja, zu diesem Zweck stand er in der Mitte auf, war noch ein sehr junger, ziemlich unerfahrener Kollege, muss man vielleicht dazu sagen, und ja, sang da seine Rede quasi vor dem Publikum, vor den Hochzeitsgästen, bis ihn ein Mann, der rechts neben ihm saß, darauf aufmerksam machte, dass seine Hose an der Stelle, wo sie hätte zu sein sollen, nicht geschlossen war. Ja, das hat erstmal eine Weile gedauert. Zum Glück war das Lied also mit 7 Strophen gut aus, also schön lang. Und nach der zweiten Strophe hat er es dann endlich kapiert. Ja, er ging also so ganz langsam in die Knie, nestelte an seiner Hose herum. Ja, und nach einer Weile dachte er, jetzt ist alles gut. Stand wieder auf und sang freudestrahlend seine Rede zu Ende. Was er nicht gemerkt hatte, war, dass er in seine Hose das Tischtuch mit eingebaut hatte. Ja. Nach dieser Szene muss der Pope abgehen, also so ist es vorgeschrieben, ja, im Libretto, und nimmt das gesamte Tischtuch mit allem, was darauf stand, mit. Ja. Ich meine, natürlich ist der abgelaufen. Ja. Also ich meine, irgendeiner, auch nach einer halben Stunde später, fing einer im Publikum wieder an zu brusten und sofort hat der ganze Saal wieder eingestimmt. Ja. Und der arme Kerl ja, wollte eigentlich den Beruf schon an den Nagel hängen. Es war ihm natürlich höchst peinlich. Und es hat vieler Tröstungen bedurft, dass wir ihn quasi am Haus gehalten haben. Aber das sind eben Geschichten, die ja,
denke ich, wirklich gemacht sind, einmal aufzuschreiben, weil sie einfach Seltenheitswert besitzen. Tja, vielleicht noch eine letzte Anekdote, damit ich Sie nicht allzu sehr langweile. Ich habe also 5 Jahre in Weimar studiert an der Hochschule, war also 6 Jahre vorher an der Spezialschule für Musik im Schloss Belvedere. Und nach diesem 5-jährigen Studium bin ich zunächst erstmal als junger Kapellmeister nach Plauen, dann nach Zwickau gegangen. Da war ich dann schon erster Kapellmeister. Ja, so langsam nimmt man die Tippeltappeltour da nach oben. Und plötzlich kam eines Tages mein Chef und sagte, also hör mal zu, du sollst zu einem weiterführenden Studium nach Leningrad. Ja, dann war ich also ziemlich überrascht, weil ich war weder in der Partei noch hatte ich mit der Stasi irgendwas am Hut. Also das hat mich doch schon ein bisschen gewundert. Und da die SED also doch sehr massiv um uns junge Leute geworben hat, ja, bin ich zunächst erstmal in die LDPD geflüchtet. Das ist also die liberaldemokratische Partei gewesen. Und damit war ich in einer der Blockparteien, wie das damals hieß, und war erstmal außen vor und hatte auch wirklich meine Ruhe. Also bin ich frohen Mutes Richtung Leningrad aufgetroffen, wo ich bei dem berühmten Professor Arvid Janssons ein weiterführendes Studium haben durfte. Ich muss dazu sagen, Professor Janssons kannte ich aus meiner studentischen Zeit schon. Es gibt auch heute noch ein internationales Musikseminar jedes Jahr in Weimar an der Hochschule. Und zur damaligen Zeit war ich der ausgesuchte Assistent für Professor Arvid Janssons. Und ich nehme einmal an, dass er auch die Initialzündung dafür gegeben hat, dass ich bei ihm weiter studieren sollte oder durfte. Tja, nun ist das ja nicht so einfach, wenn man aus den damaligen gesicherten Verhältnissen kommt. Man hat Familie, man hat sich seine Wohnung aufgebaut, man hat einen gewissen Status und Standard für sich erreicht, wo man glaubt, so kann es eigentlich gut weitergehen. Und dann kommt man zu einem Studium, was einen zunächst erst einmal wirklich verblüfft. Auf die 3 Jahre am Theater Plauen folgten 7 weitere, wie gerade gesagt, als erster Kapellmeister in Zwickau. Und nur durch dieses Studium wurden diese 7 Jahre insgesamt, die ich in Zwickau war, unterbrochen. Die Einladung dazu erfolgte durch das Kulturministerium und kam für mich, wie auch für das Theater, eigentlich vollkommen überraschend. Meine ersten Gedanken schwanken zwischen ziemlicher Euphorie und einer möglicherweise schicksalhaften Rache. Hatte ich doch das Erlernen der russischen Sprache während der Schul- und Studienzeit immer als ziemlich lästig oder sogar überflüssig empfunden. Als mich der Ruf erreichte, hatte ich mich zuletzt vor 7 Jahren mit dieser Sprache beschäftigt. Trotzdem musste ich mich einer sprachkundigen Prüfung unterziehen, die in Halle zu absolvieren war. In der festen Überzeugung, dass ich damit das Studienangebot für mich erledigt hatte, fuhr ich innerlich ziemlich ruhig und gefasst in die Stadt an der Saale, wo mich in einem riesigen Hörsaal etwa 800 Anwärter auf ein Direktstudium in der damaligen Sowjetunion erwarteten. Die erste Aufgabe bestand in einem Diktat, das durch eine echte Russin vorgetragen wurde. Schon nach dem ersten Satz war mir ziemlich klar, dass meine Bemühungen um die Zeichnung der kyrillischen Buchstaben mit der Geschwindigkeit des Vortrags niemals Schritt halten konnten. Also entschloss ich mich, von jedem verstandenen Wort zunächst den ersten Buchstaben zu Papier zu bringen, um dann bei der angekündigten Wiederholung möglicherweise den zweiten oder sogar den dritten Buchstaben hinzufügen zu können. Das Ergebnis war und blieb, auch nach 3 Stunden eifriger Bemühungen, sehr ernüchternd, sodass ich frei von jeder Hoffnung, das Venedig des Nordens kennenlernen zu dürfen, und meine Stelle in Zwickau innerlich lobend in die mündliche Prüfung ging. Hier teilte ich den Juroren nach kurzer Begrüßung mit, dass sie mich gerne nach meiner Familie und meiner Arbeit befragen könnten, von Fragen mit speziellen Vokabeln jedoch absehen möchten. Aufgrund der großen Anzahl an Prüflingen dauerten die auswertenden und abschließenden Gespräche bis in den späten Abend. Als ich dann endlich aufgerufen wurde, erwarteten mich in einem großen Hörsaal etwa 20 Professoren und Dozenten aus fast allen Regionen der Russischen Föderation und den dort beheimateten Universitäten und Hochschulen. Der Vorsitzende der Kommission nahm meinen Prüfbericht, las, rieb sich die Augen und stellte fest, dass ich von den 15 zu vergebenen Punkten nur 5 erreicht hatte. Und Sie wollen nach Leningrad? Fragte er mich ungläubig. Sagte ich, nein,
ich soll nach Leningrad. Ich war ja quasi kein Direktstudent mehr, wie die anderen, die sich dieser Prüfung unterziehen mussten, sondern bei mir ging es auf Delegierungsbasis. Ja? Und das hat bei ihm einen solchen Heiterkeitseffekt scheinbar ausgelöst, dass er nur noch gesagt hat, fahren Sie los. Ja? Also so bin ich nach Leningrad gekommen. Und tja, ein halbes Jahr später war es dann soweit. Von Berlin-Ostbahnhof aus startete der Studentensonderzug in Richtung Moskau. Was ich nicht ahnte, war, dass die Fahrt für die nächsten Tage meine schönste Erinnerung bleiben sollte. In der russischen Hauptstadt angekommen, wurden wir in ein Durchgangslager gebracht, von wo aus die Weiterreise zu den jeweiligen Studienorten vorgesehen war. Nachdem ich aufgrund der allgemeinen Unsauberkeit 2 Tage und 2 Nächte schlaflos auf einem Stuhl sitzend verbracht hatte, wurde ich alleine mit einem großen Gelenkbus zum Flughafen gefahren, wo man mir bedeutete, bis zu meinem Aufruf zu warten. Stunden später hörte ich dann endlich meinen Namen und ging völlig ermüdet, apathisch mit der nächsten Reisegruppe quer über das Rollfeld zum nächststehenden Flieger. An der Gangway angekommen, kontrollierte ein Mann in dunkelblauer Uniform unsere Tickets und fragte erstaunt, ob ich denn auch nach Lissabon wollte. Nach weiteren endlosen Stunden des Wartens folgte ich einer freundlichen Stewardess, die mich nun im richtigen Flugzeug platzierte, was ich natürlich auch daran merkte, dass im Passagierabteil die Gänse schnatterten und die Hühner gackerten und alles, was die Russen so mit nach Hause schleppen wollten, war hier also angekommen. Auch das nächste vielleicht abschließend in freier Rede. Ich kam also früh um 3 in Leningrad an und zur damaligen Zeit gab es nur eine einzige Direktstudentin. Das war die Isolde Matkai, die Musikwissenschaften studierte, die mich zum Glück auch am Flughafen abholte und ins Quartier brachte. Und natürlich übermüdet sehr schnell in ihrem Zimmer verschwand und ich stand dann unten bei einer Wachhabenden, die mit einer großen Taschenlampe ausgerüstet war und mir mein Zimmer zeigte. Ich hätte eigentlich schon stutzig werden sollen, denn da stand außen ein Schild dran, Isolator. Später habe ich dann erfahren, das war die Krankenstation. Ich also in diesem Raum, 2 Tage, wie gesagt, nicht geschlafen, nur die Oberwäsche abgelegt, aufs Bett gelegt, ich wollte nur schlafen und so nach 10 Minuten wurde es doch ein bisschen komisch. Es wurde alles so klebrig und feucht und ich dachte, es ist irgendwo ein Wasserrohrbruch, aber es war ja Parterre über mir, waren noch 12 Etagen. Und auf jeden Fall konnte ich nicht schlafen und ein Licht gab es nicht in diesem Raum. Also ich wieder vor zu dieser wachhabenden Oma, die dann wieder mit ihrer großen Taschenlampe kam und den Raum dann ausleuchtete. Und da habe ich mein erstes neues russisches Wort kennengelernt. Das hieß Tarakani. Tarakani heißt Küchenschabe. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Küchenschabe so leibhaftig erlebt haben. Ja, das sind so kleine, sehr gefräßige Tierlein, die aber nur einen sehr dünnen Chitinpanzer haben. Das heißt also, bei der geringen Belastung zerplatzen die quasi. Ja? Und jetzt sind die in Legionen an meinem Bett die Wand hochgewandert und immer wenn sie an der Decke keinen Halt mehr hatten, sind sie auf mein Bett gefallen und ich lag also so in einer Tarakani-Soße. Also das soll jetzt um Gottes Willen den Nachtisch keinen Abbruch tun. Ne? Ich bin auch gleich fertig. Auf jeden Fall dachte ich, also hier bleibst du keinen Augenblick länger. Am nächsten Tag, nachdem ich mich einigermaßen gesäubert hatte, bin ich also zum Ausländerdekan gegangen und daraufhin zum Generalkonsul. Der war dummerweise auch erst seit 2 Tagen im Amt und bahnte darum, also ich soll doch den Topf auf den Deckel lassen und er würde helfen, so gut es geht. Auf jeden Fall kam ich dann 5 Etagen höher, habe mit 2 wunderbaren russischen Kommilitonen hier dann dieses Jahr absolviert und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wenn man sich überlegt, was heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich ist, ich hatte damals die Möglichkeit, in der Leningrader Philharmonie, wo die meisten Werke von Dmitri Schostakowitsch oder von Peter Ilyich Tschaikowski uraufgeführt wurden, ja, wo die handschriftlichen Partituren und Einzeichnungen liegen, all das durfte ich im Original sehen und das war natürlich eine unglaubliche Freude. Das Einzige, was nicht so gepasst hat, das war die Funzel, die da über mir hing. Das hat meine Augen ein bisschen kaputt gemacht, aber ansonsten war das eine tolle Zeit. Ja, meine Damen und Herren, ich könnte jetzt noch 3 Stunden weitermachen, ist aber nicht mein Ding. Auf eines möchte ich Sie aber unbedingt noch aufmerksam machen. Das Buch ist illustriert und die Illustrationen hat dankenswerterweise Christian Schöppler
besorgt. Christian Schöppler war der langjährigste künstlerische Direktor der Malwerkstatt der Meißner Porzellanmanufaktur. Ja, und ich hatte ihm die Aufgabe gestellt, also ich möchte eine Mischung haben, ja, zwischen einem frechen Zeichenstift, Wilhelm Busch, Heinrich Zille, ja, so etwas in dieser Richtung sollte es sein. Und immer, wenn ich ihm so meine Geschichten vorgetragen hatte, hat er so für mich irgendwelche Schnörkel aufs Papier gebracht. Aber es sind im Nachgang über 115 wunderbare Zeichnungen entstanden, die diese Geschichten, Gedichte und alles Mögliche hier illustrieren und dokumentieren und ich denke auch sehr schön aufwerten. Und das Bedauerliche daran ist nur, er hat sich aus familiärem Gram, wie man es auch immer nennen mag, vielleicht hat er auch nicht es verkraften können, dass er, obwohl er noch geistig und körperlich vollkommen fit und frisch war, nicht mehr an seiner geliebten Manufaktur arbeiten konnte, hat er sich leider das Leben genommen. Ja, er ist also nicht mehr unter uns und deswegen ist dieses, was er hier hinterlassen hat in meinem kleinen Büchlein, sein letztes Werk und da bin ich natürlich besonders stolz und auch sehr dankbar dafür. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Zeit ein bisschen verkürzen können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie das Dessert und kommen Sie gut nach Hause. Danke.